Was machst du da? Was machst du da? Ach du Scheiße. Nee, ernsthaft jetzt. Ernsthaft jetzt? Das wäre es jetzt gewesen, würde es jetzt explodieren, Mann. Das sind natürlich wieder, das sind so Kleinigkeiten, Freunde. Die ziehen einen so ein bisschen aus dieser Immersion des Spiels ein bisschen raus. Das gab's stellenweise, aber auch, das darf man nicht vergessen, das gab's stellenweise auch bei Last of Us. Und das sagt schon einiges. Da gab's auch schon, da gab's auch mal hier und da einige Szenen, wo denn deine Begleiter, oder auch bei Uncharted, deine Begleiter ein bisschen sehr dumm durch die Geschosse der Feinde gelaufen sind. Das gab's dann auch schon. Kannst du nicht markieren, ja, aber wie? Hier ja nicht, oder? Ich kann da nur rüberlatschen. Er sieht dich nicht! Flankiere ihn! Nein! Ich will bei Semtex bleiben. Wo soll ich ihn? Bin ich hier überhaupt richtig? Ja, das war natürlich jetzt genau der falsche Moment. Gerade wo es wieder abgeklungen ist hier. Ah, die Überhitzung, ja, egal. Und Freunde, ich werde auf jeden Fall wieder Oldschool-Style aufnehmen. Also vergesst nicht zu bewerten, die neuen Folgen und so. Wisst Bescheid, sofort ist vermordet. Mach du das doch einfach! Weg mit dir, Junge! Okay. Kommt die jetzt nachgelaufen? Kommst du jetzt mal? Achso, du bist schon vorgelaufen, ne? Alles klar. Geht runter! Vorsicht! Vorsicht! Das war klar! Und tschüss! Das war so klar, oder? Das sind immer so. Typischen Momente. Bleib an dir dran. Ich finde einen Weg auf. Pass da unten auf dich auf. Ich muss aber mal sagen, ich finde es eigentlich. 1-0-6, over. Okay, jetzt labern die wieder. An alle Stationen, hier ist Echo 3-1. Blinde Übertragung. Ziel ist noch in den Tunnel. Verfolge. Ich muss aber sagen, ich finde es eigentlich ganz cool, dass sie sich direkt gegen ihren Bruder stellt. هذا هو كل البنزين. Weil wir haben jetzt sicherlich schon die ein oder andere Zivilistin, wo auch hier gesagt hat, ey, du sollst sie doch gar nicht umbringen. Da war bestimmt die ein oder andere dabei, die sich dann nicht direkt gegen die Leute gestellt hat. Ich verstehe auch gar nicht, wie man noch mit jemandem abhängen kann, der Terrorist sein will. Ich verstehe das aber gar nicht. Das geht mir nicht in Schädel, Alter. Halt doch mal deinen Mund jetzt, Mann. Wir werden nie Gefangene einer fremden Macht sein. Ja, dafür gibt es einen. Mit dem Blut der Feinde. Puh. Darüber? Hier rüber. Ja.
war auch gerade der Willems-Scream wieder. Dieser Wilhelms-Schrei. Bei dem einen Kollegen, der da gerade runtergefallen ist. Du lebst ja noch, Junge. Du kriegst gerade Schrotkugel in den Wanst. Warum lebst du noch? Den haben sie also auch wieder hier eingebaut. Ich muss da hochklettern. Ja, aber wie? Zack, so nicht. Wie können wir denn jetzt hier raus? Hier rüber? Ah, 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 aua, 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 aua! Oh, schnell, 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 schnell! Oh, langsam! Nein, nein, nein! Ich hab dich! Dankeschön! Danke, Fahrer. Hier lang. Das ist eigentlich der typische Uncharted-Move. Positiv. Ihr seid weit gekommen, aber was ihr sucht, ist gefühlt pro Spiel von Uncharted mindestens 15 Situationen, wo Sully oder Nathan sich gegenseitig retten vom Absturz. Es ist sehr häufig da. Es gab mal so ein Video, wo die das aufgezählt haben. Das fand ich echt ganz lustig, wie oft denen das tatsächlich passiert in dem Spiel. Timer, er hat eine Weste. Kein Entkommen. Das ist das Ende. Dein Bruder brauchte Hilfe. Er hat große Pläne. Mein Tod wird ihn nicht aufhalten. Nicht mal ich kann ihn jetzt stoppen. Es ist zu spät, Commander. Fernzünder! Kein Totmannschalter? Okay, alles klar. Wir können sie entschärfen. Hilf mir. 20 Sekunden. Zerschneide die Drähte, wenn ich es sage. Nicht früher. Grüner Draht. In 3, 2, 1, los. Ja, und schon verkackt. Ich dachte bei 1. Außerdem dachte ich, ey, wie wär's mal, dass du sehen, wie das so ist, wenn ich es sage. Nicht früher. Bereit. Grüner Draht. In 3, 2, 1. Jetzt dachte los. Ich. Grün, weiter. Gelb. In 2, 1, los. Gelb, fertig. Der letzte ist. Rot. Es gibt zwei Rote. Der obere. In 2, 1, jetzt. Los. Entschärft. Gut gemacht. Mit deiner Hilfe. Gute Arbeit. Wie hast du das gelernt? Jahrelange Erfahrung. Zu lange. Anale Station, hier Echo 3-1. Blinde Übertragung. Jackpot. Das Primärziel ist tot. Jackpot. Ja, war eine coole Mission. Alex? Wenn ich nicht konnte, gut, dass du es warst. Schade, dass er nur einmal sterben kann. Danke, Mann. Schon die Gläser klirren hören, muss die Feier noch warten. Hardir und seine neuen Freunde sind aktiv. Wo sind sie? Eins nach dem anderen. Niemand sagte, sie sind Freunde. Der General wäre anderer Meinung. Norris, sie sollten... Sagen Sie es, Laswell. Kannst du ich's? Das Kommando hat Farrars Truppen reklassifiziert. Kann das einer übersetzen? Von Bullshit zu Klartext? Sie sind auf der Liste. Welche Liste? Von ausländischen Terrorgruppen. Meine Marines behandeln Farrars Truppen jetzt als Feinde. Was? Wir sind Verbündete. Jetzt nicht mehr. Halten Sie Ihre Leinen schön kurz, Colonel. Sonst was? Sonst hänge ich Sie daran auf. Kate, Sie brauchen unsere Hilfe. Wir können nichts weiter tun. Wir können sehr viel tun. Ich lasse mir nicht mehr vorschreiben, wer meine Freunde sind. Alex nicht. Ich gehe zurück nach Usikstan. Ich bleibe bei Farrars Armee. Was sie da tun, ist illegal. Wie so ziemlich alles, was wir tun, oder? Nur die guten Sachen. Du hast Freunde hier. Du auch. Danke. Für alles. Das ist noch nicht vorbei. Vertrau mir. Hab ich immer.
Schwester, hör auf! Hadir, bist du das? Ja, zeig dich mir. Wie lange bist du schon in Einzelhaft? 10 Tage. Siehst krank aus. Kein Essen oder Wasser. Schwester. Ist okay. Ich halte es aus. Warum haben sie uns zusammengelegt? Sie brechen mich. Über dich. Nur über meine Leiche. Nein, Hadir. Ich brauch dich lebend. Schau. Oh, ich habe einen Schlüssel. Wofür? Finde es heraus. Nimm du ihn. Fang. Hab ihn. Gut. Versteck ihn. General Barkov kommt. Er weiß von den Nachrichten. Weiß er, dass du Karim bist? Mal sehen. Hm. Sieh an. Ein Familientreffen. Wie schön. Lass. Soll ich damit aufhören, dann rede. Schafft ihn ins Lager. Foltert ihn. Die hier gehört mir. Zurück. Öffnen. Lass die Finger von ihr, du krankes Schwein! Ich bringe euch um! Du solltest dich verabschieden von deinem Bruder. Vielleicht siehst du ihn wieder. Mund halten und ab in die Ecke. Schau mich nicht an, Farah. Umdrehen, sagte ich. Boah, Alter. Falls du Fluchtpläne hast, vergiss sie schnell. Der kleine Pisse. Schau mich an. In diesem Drecksland ist es heißer als in der Hölle. Du hast sicher Durst. Wie bist du? Nein. Mal gucken, ob man es ablegen kann. Ist leer. Holen wir dir Wasser. Türen! Komm mit! Rein! Oh nein, ey. Setz dich, Farah. Waterboarding oder was? Es gibt keinen Ausweg, Farah, und es wird dich auch niemand retten. Ich hab hier das Sagen. Ich kann dir das Leben viel leichter machen. Nun, erzähl mir von Commander Karim und den Nachrichten. Nicht so stur. Du wirst für dein Schweigen zahlen. Bis jetzt war ich geduldig, es reicht. Bleib wach, dann siehst du deinen Bruder ein letztes Mal. Er gibt dir was zu trinken. Du musst atmen. Atme, Farah. Du schaffst das. Ich dachte, du willst deinen Bruder sehen. Wach bleiben! Nochmal! Genau so! Hole Luft, Farah! Nicht schlapp machen! Na bitte! Alter, ist das übel! Gut. Das reicht. So stark, Farah. Mach so weiter und du siehst Hadir. Nochmal. Wer ist Karim? Karim ist tot. Lüge.
lügen. Hör auf, ihn zu decken. Rette dich selbst. Das reicht. Ich habe eine deiner Schwestern. Kein Wort von mir, Farah. Schon gut, Asede. Ruhe. Ihr Leben liegt in deinen Händen, Farah. Bleib wach und sie lebt. Mach schlapp und sie stirbt. Weiter!